Wir befinden uns am Eingang zum SOS Kinderdorf in Sandtor, knapp außerhalb der Stadt Port-au-Prince. Hier im Gelände ist nicht nur das Kinderdorf, das 19 Familienhäuser umfasst, sondern da ist auch die Hermann-Gmeiner-Schule und das Sozialzentrum. Die Hermann-Gmeiner-Schule wird derzeit als Einsatzzentrale des internationalen Hilfsteams genutzt, das nach dem Erdbeben hier nach Haiti gekommen ist. Ich bin ein Teil dieses Hilfsteams. Ja, die Situation ist dramatisch, vor allem für die Kinder hier in Haiti. Es gibt Tausende, manche reden von bis zu 100.000 unbegleiteten Kindern. Wir haben im Kinderdorf bereits derzeit über 100 aufgenommen, wollen noch einige weitere 100 bei uns im Kinderdorf aufnehmen, um dann in aller Ruhe, während sie sich bei uns sicher und geborgen fühlen können, zu schauen, ob noch ihre Familie noch am Leben ist und sie probieren, wieder mit der Familie zusammenzubringen. Und wenn man durch Port-au-Prince fährt, das ist einfach dramatisch, wie zerstört diese Stadt ist. Auf engstem Raum leben Familien in kleinen, notdürftig errichteten Zelten zusammen. Jetzt schon seit einigen Wochen, die Hygienebedingungen sind katastrophal. Und was ganz schlimm ist, es gibt keine existierenden Strukturen, die Regierung ist mehr oder weniger nicht einsatzfähig. Es liegt also an Hilfsorganisationen wie SOS Kinderdorf, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir sind jetzt in unserem im Büro des Nothilfeteams, des internationalen Nothilfeteams in Haiti, im Kinderdorf in Santo. Da werden erstens einmal unsere Familienstärkungsprogramme, unsere Gemeindearbeit koordiniert. Das wird mit der ganzen Welt kommuniziert. Da sind auch die Leute und Psychologen herinnen, die letztendlich dann über die Kinder die Berichte schreiben, weil wir haben ja alle Kinder, die wir neu zu uns aufnehmen, werden ja genau registriert, die Daten erfasst. Manche von ihnen werden psychologisch betreut. Seit ein paar Tagen beginnen die Kinder hier wieder zu spielen, denn nach dem Erdbeben war es wirklich ganz ruhig und leise. Und jetzt beginnen sie ihre Drachen zu bauen, weil der Wind relativ jeden Tag weht und aus einfachsten Materialien, aus dünnen Holzstäbchen und vor allem aus alten Plastiksäcken bauen sie ihre, wie der Alexander hier, ihre tollen Drachen. Ja, unsere Aufgabe wird es sein, bis zu 300 Kinder bei uns aufnehmen zu können. Die Kinder, die derzeit unbegleitet sind, das ist die eine Aufgabe, die das Kinderdorf hier vor Ort leistet. Die andere ist, das vom Kinderdorf aus inzwischen nahezu 40 Community Centers in den ärmsten Vierteln der Nachbarschaft unterstützt werden. Und das heißt, dass wir inzwischen schon täglich zwischen 6.000 und 7.000 Essen für Kinder ausliefern und damit auch mithelfen, erstens Kinder zu versorgen, zweitens aber in diesen armen Vierteln auch wieder Strukturen mithelfen aufzubauen, die letztendlich die Hilfe zur Selbsthilfe begünstigen. Hier sind schon die ersten Zelte aufgebaut, um unbegleitete Kinder aus der Stadt Port-au-Prince bei uns aufnehmen zu können. Ein Teil ist ja schon bei uns, da ist es gelungen, sie in die bestehenden Familienhäuser im Kinderdorf zu integrieren. Es werden aber noch einige hunderte mehr zu uns kommen und die dann zu Beginn hier in den Zelten Platz finden. Die Zelte stehen schon, es sind auch die Toilettenanlagen und die Waschhäuser schon, Waschgelegenheiten schon aufgebaut. Jetzt geht es darum, so viel wie möglich Kindern hier einen zeitweisen Schutz zu bieten und sie bei uns aufnehmen zu können. All das, was SOS Kinderdorf in den nächsten Monaten und Jahren und auch Jahrzehnten für die Kinder Haitis tun will, ist nur möglich durch Spenden, die SOS bekommt, um für Haiti verwenden zu dürfen. Ganz toll ist auch, dass viele Menschen sich entscheiden, eine Patenschaft abzuschließen, weil das zeigt davon, dass also offensichtlich unsere Freunde und unsere Spender verstehen, dass die Hilfeleistungen nicht nur einmal erfolgen müssen, sondern eine Generation von Kindern gilt es jetzt in Haiti großzuziehen, die durch die Katastrophe hier unmittelbar dramatisch betroffen war.